Ey, das sieht ganz cool aus so. Ich probiere hier irgendwie gerade so ein Muster mit reinzubringen in die Wand, damit es nicht ganz so aussieht. So nackig. Nackig. Oh, jetzt ist mal blöd, wenn manchmal was verschwindet. Ja. So, jetzt soll's eigentlich... Das denke ich mir sehr oft, es ist blöd, wenn manchmal was verschwindet. Bei mir ist es generell so mit meinen Süßigkeiten. Bei mir verschwinden meine Süßigkeiten. Ihr werdet jetzt lachen. Nein, ich habe die Süßigkeit, da unten fehlt noch eine. Ach so, ja. Ich habe die Süßigkeiten nicht aufgegessen, sondern ich habe die einfach irgendwo hingelegt und ich finde die nicht mehr. Das ist vorhin auch wieder. Dann waren sie nie da. Ja, sie waren da, aber sie waren einfach weg. Was machst du da? Das sah doch gut aus. Nee, das ist ein bisschen blöd aus. Das sieht jetzt noch blöder aus. So. Ja, jetzt sieht es erst weißt, sonst aus. Hat man hier so ein dickes Viereck. Ja, was soll das jetzt darstellen? Oder man macht dann hier ein Dachfenster rein und macht hier wieder diese Holzpflöcke hin. Sieht man zwar kaum, aber so leichten Akzent, dass dann hier das Dachfenster reinkommt. Ja, das kann man machen. Du kannst hier noch so eine gerade Linie durchmachen. Ja, das wollte ich auch machen. Also entweder so ja, aber ich oder dafür, so in diesem Holz. Mit Rot machst. Hallo, Rot. Mit Rot? Machst aber hier Rot? Oben, hier Rot. Oben haben wir... Da oben haben wir noch gar keine rote. Ja, dann mach rot. Ich hätte es einfach mit dem Holz Nein, gemacht. Rot. Das Holz wirkt. Rot. Das Holz wirkt ich doch besser. Ich will rot. Mach Ach, rot. Dann rot. Jetzt. Dann halt rot. Ja. Bin ich runtergefallen. Selbe Schuld. Fliegen muss auch gelernt sein. Ah, da oben das Rot wirkt doch bestimmt zu viel. Guck Nein, mal. Wirkt nicht zu viel. Es ist meine Gollum-Hütte. Okay. Ich sage, du machen. Ja, okay. Genau so ist es. So, hier machen wir noch Fenster rein. So hatte ich mir das dann vorgestellt, so ungefähr. Ja. Na guck mal, das Rot kommt doch gut rüber. Dann muss ich aber hier auch noch Rot drüber machen. Ja, und wo ist deine Problem? Ich habe keine Problem. Dann ich wollte nur nicht, dass zu viel Rot werden. Ja, und dann wird es halt... Zu viel Rottweiler. Ich bin eine Frau. Was für Hunde magst du eigentlich gar nicht? Was für Hunde ich nicht mag. Rottweiler? Ja, keine Ahnung, was ich jetzt, welche Kategorie Hund ich nicht mag. Ja, man kann ja nicht sagen, dass das, was du jetzt meinst, ist ja die typische Richtung Kampfhund. Hm. Man kann ja nicht sagen, ein Hund generell wird nicht böse geboren, sondern er wird böse erzogen. Beziehungsweise wird aggressiv gemacht. Das ist also richtig. Müssen wir dann schon mal rein nach dem Äußerlichen gehen. Da gefällt mir jetzt zum Beispiel, ist jetzt zwar auch ein Kampfhund, aber mir gefällt der Pitbull überhaupt nicht. Jetzt so Dobermann oder eine Dogge gefällt mir dann schon wieder ziemlich gut. Aber ich habe letztens einen Hund gesehen, ich weiß nicht, was das war, der war sowas von grottenhässlich. Ich habe gedacht, so, nee, das ging... Schon geil, so eine Dünnmap. Ja, hat Vorteile. Tja. Nee, das ging gar nicht. Wenn der jetzt wüsste, wer hier mit hinter Mikrofon sitzt, der wird es nicht mal so geil finden. Ah doch. Finden sie bestimmt gut. Nee, jetzt... Oh, mir fällt nicht ein, was das für eine Rasse war. Oder was mir auch nicht gefällt, das sind die Spitz. Sind das Spitz? Das kann sein. Die haben so eine ganz spitze Schnauze und sind wirklich kugelrund. Die haben so ein ganz flauschiges Fell, aber so ein ganz fettes. Aber das sind Mistviecher, wirklich. Die gefallen mir gar nicht. Und die sind, da muss ich schon ehrlich sein, die sind hinterfotzig. Die sind richtig hinterfotzig. Da habe ich mal einen, wo ich mit der Luna draußen war, ist uns mal einer entgegengekommen, geht hin, wedelt mit dem Schwanz, schnüffelt. Und dann auf einmal hat das Vieh angefangen zu kläffen und zu toben. Die haben gedacht, jetzt geht gleich die Welt unter. Echt? Ja. Aber Spitze sind auch nicht fett und rund, die sind doch ja, vom Fell dünn. Her. Ach so, ja, die haben mehr Fell wie Luna, das stimmt. Ja, die sind so richtig kugelrund, sind die vom Fell her. Aber, nee, Spitze ist doch auch relativ schlank. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß jemand von deinen Abonnenten. Hm. Sind so leicht orange war der. So eine ganz spitze Schnauze und wirklich vom Fell her richtig kugelrund. Hm. Vielleicht weiß es jemand. Gute Frage. Hm. Könnte schon sein, dass das Spitz... Ich weiß es nicht. Ja. Habe ich jetzt damals rote Linie, dann kommt hier auch überall noch eine rote Linie hin.
Und ich bin gespannt, wie es dann weiter... Dann haben wir es ja schon eigentlich schon bald von außen zumindest. Ja. Bis auf die Schleife bin ich noch am überlegen, wie wir die designen. Die wollen wir auch noch irgendwie hinkriegen. Mhm. Bis jetzt haben wir ja nur die rote Linie. Die Schleife an sich fehlt ja noch. Wenn man da irgendwie hingeht und von hier jetzt... Warte doch mal. Wo denn? Geh mal darüber. Da. Ja, hier so. Wenn man hier ansetzt, da. Ah, von außen ja, dann. Mach doch mal. Nein, hör doch mal auf. Dann mach ich doch. Mach mal den Klopper der jetzt weg. Hier, 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 hier. Dass man wirklich so eine Schleife hinbringt. Ja, das von außen dann natürlich. Von innen macht es ja wenig Sinn. Ja, wieso? So wie du es jetzt machst, sollst du es auch so machen, dass man das von innen und außen sieht. Ja. Ja, ja klar, von innen sieht man dann den Stoff, aber dass halt die, das Dingens dann von außen richtig wie 3D wirkt, die Schleife. Dass man, ich zeig's dir gleich mal, pass auf. Ich nix kapische. Die Schleife wird noch schöner, wie du es dir vorstellst. Ach ja? Ja. Das ist ein typischer Männersatz. Weiter möchte ich mich dazu gar nicht äußern. Warum? Viele können sich jetzt vielleicht denken, auf was für eine Bemerkung ich anspiele. Das ist ja typisch, Männer und Frauen. Das ist dann im Endeffekt schöner, als du es dir vorstellst. Von wegen. Ich glaube, da können die wenigsten hier mitreden. Na, irgendwann können sie mitreden. Dann schauen sie sich die Folge an und denken, ja, du hast recht. Ah, jetzt wissen wir, was sie wollten. So wird es dann kommen. Jetzt haben wir da schon mal. Jetzt fehlt hier nur noch die weiße Wolle. Ich glaube, ich hatte nur noch ein, zwei. Ach ja, heute sind wir wieder ein bisschen gehässig. Ja, muss auch mal sein. Ich bin nicht immer so, aber heute bin ich irgendwie, ich bin total genervt von Weihnachten. Ich will einfach viele Geschenke besorgen. Ja. Wobei, wie gesagt, du besorgst ja so viele Geschenke, bist du selber schuld. Ja, toll. Ja, Familie, dann irgendwo hingehen ohne ein Geschenk zur Familie, das macht man auch. Am besten, man macht sich vorher aus, wie viel Wert man sich schenkt. Ja, das geht doch nicht um den Wert, sondern um das, was man ganz einfach schenken möchte oder was derjenige gebraucht. Ich meine, du kannst auch nicht zu mir kommen, ich will ein Maserati haben, dann würde ich auch sagen, du hast einen Knall. Oh, das wäre... Ich will eine Bank von dir, dann schenke ich dir ein Maserati, so ungefähr. Aber... Ja klar, man muss es schon irgendwo ein bisschen in Relation sehen, aber ich weiß auch nicht. Man muss nicht übermäßig viel ausgeben, aber jetzt unbedingt drauf achten, ja, für 5 Euro nur was schenken, das ist auch schwachsinnig irgendwie. Ja. Einfach das nehmen, was man gebrauchen kann, beziehungsweise was derjenige, der beschenkt werden soll, gebrauchen kann. Ja. Das finde ich auch. So, hier würde ich dann eine Tür machen und hier würde ich dann so ein Panorama-Glas-Ding machen, oder? Ja. Und da dann aber den Kamin mit hin, dass man den auch mitzieht. Ja, wenn wir schauen, wie man dann den Kamin am besten sieht. Na, einfach Stein außen rum und in das Stein da dann ein Glas davor und dann die Flamme da rein. So habe ich mir das jetzt vorgestellt, wenn das so funktioniert. Okay, machen wir erstmal noch hier das Dingens hin, so eine Tür. Sieht das Ganze bis jetzt schon mal so aus. Achso, den Kamin wollte ich ja unten rein. Ah, das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall. Oder wollen wir zum Beispiel hier die Schleife mal unterbrechen? Nee. Und sagen, dass man hier also Holz so quer, dass man das hier sieht, von hier. Jetzt passe ich nicht hier durch, doch. Nee, lass mal eine Schleife. Ja, wir gucken nur mal, wie es aussehen würde. Die Schleife, die kommt ja trotzdem. Dass man das Ganze so macht. Also das von außen so aus. Mm-mm. Also nee, nicht auf der Höhe. Ich meine jetzt, wach, geh weg. So. Sondern hier oben dann, dass man das bis hierher macht und hier wieder enden lässt. Mm-mm. Finde ich nicht schön. Okay, dann noch was nicht. Meine Schleife. Die blöde Spinne, die hat auch keiner eingeladen. Schick gleich Gollum vorbei. Die Schleife muss durchgängig sein. Ah, dann hätten wir zwei Schleifen, oben und unten. Wieso? Hä? Weil wir jetzt hier unten haben was Rotes, oder ja, wirst du das die kann man komplett... doch einmal ums Haus drum gewickelt haben. Ah, okay. Na, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, dann machen wir hier noch die gleiche Tür rein.
Müde. Ich habe keine Lust zum Arbeiten morgen. Oh ja, ach stimmt ja, du musst ja Weihnachten arbeiten. Genau, ich muss die Freude, die Leute mit Käse beglücken. Ha, ha, ha. Sag noch nicht, wo du arbeitest, weil es gibt auch mittlerweile einige Fans aus Fürth und Nürnberg, die stehen dann bestimmt vor dir. Also ich arbeite definitiv in Fürth, sei denn du willst Werbung machen, dann darfst du es sagen. Ja okay, wenn jeder für 5 Euro einkaufen geht, dann mache ich Werbung. Nee, so privat soll es dann schon bleiben. Ja, es gibt schon wirklich, mittlerweile gibt es schon einige, die wohl in Fürth. Es ist auf jeden Fall in Fürth. Genau. Wer mich findet, bekommt ein Eis. Bekommt ein Käsebrot. Ha, ha, ha. Ja, toll. Das ist, glaube ich, schon zu viel verraten. Nein. Machen wir noch so einen Zaun hin? Ja. Auch zu langsam wird das Haus echt schön. Ich hätte es mir nicht so vor. Tja, das siehst du mal. Ich habe doch ein bisschen Geschmack, hä? Ich habe sogar ein bisschen Geschmack in der Männerwahl. Ich hab's gebaut. Hey. Okay, ich ziehe mein Kompliment mit der Männerwahl wieder zurück. Mit dem Männermal. Ja. Kann man auch sagen, Männer mal. Wo machst du jetzt Fackeln hin? Nicht, dass es brennt. Nee, das brennt nicht. Also Fackeln gehen nicht, greifen nicht das über. Aber wenn ich da gar keine Fackeln hinhaben will. Aber ich wüsste erstmal überall am Weihnachtshaus brennen Kerzen. Wenn es Nacht ist, wirst du sehen, wie schön das aussieht. Da müssen wir es doch mal machen. Und einen Tannenbaum musst du noch hinbauen. Ja, die kann man drauf. Die kann man ja überall noch hinbauen. Ja. So, hier haben wir das jetzt so. Wie er voll egoistisch ist, das habe ich gebaut. Deswegen sage ich auch, wenn ich Essen gekocht habe, ne, das Essen habe ich gemacht, ich esse es alleine, du kriegst nichts. Wollen wir hier eigentlich auch noch solche Verzierten machen? Moment, solche, was für ein Fichtenholz? Ist das Fichtenholz, was hier? Tropenholz. Dann nehmen wir auch Tropenholz. Stufen. Was willst du schon wieder machen? Und die da. Ich will dir nur mal zeigen, ob wir hier an diese Dinger machen. Oh und nee, das sieht dann hier aus. Noch das so. Und dann geht's hier wieder so weiter und so. Zeig's mir mal von Weitem. Und so würde das dann aussehen. Ja, okay, sieht vielleicht doch nicht so kacke aus. Sieht doch, es hat halt einen Absatz noch. Das sieht ja, halt noch. Für mich sieht das ein bisschen aus wie aneinandergereihte Kackklumpen. Nee, das ist Fichtenholz. Du darfst es nicht als Kackklumpen interpretieren. Wenn du es als Fichtenholz interpretierst, dann sieht es schon viel schöner aus. Ich weiß nicht mal, wie eine Fichte aussieht. So wie das Braun. Ja, also doch eine Kackklumpen. Nee. Ich glaube, Fichtenholz ist das Holz von diesen Bäumen hier. Das sind ja, Fichten. Das ist ja viel heller. Ja, die sehen ein bisschen anders aus, aber das ist Fichtenholz. Also Tropenholz ist das da, das ist... Guck, jetzt hat er schon wieder so ein Zombie gekrölt. Ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwo unterirdisch eine Höhle und da sitzen die Zombies drin. Da sind auch die Skellies drin. Stimmt, ich höre ja auch Skellies. Ich mach die alle fertig. Wo kommt das nur her? Insider. Jetzt habe ich hier das Ding weg. Ach Mann, was stehe ich denn? Ach so, hier ist ja schon Rand. Ich nehme an, hier unten drunter ist nämlich irgendwo eine Mine, deswegen haben wir auch da diese fliegende Mine. So ein bisschen. Ja, die sind alle im Haus. Ach, raus. Da sind sie alle drin. Sind ach ja. Raus. Weil wir noch gar kein Licht hier drin haben. Ja, die bilden sich was ein, einfach in die Hütte zu stampfen. Die spinnen echt. Die Hütte vom Weihnachtsmann. Die wollen eben sich schon alle ihre Geschenke abgreifen. Da ist, ich glaub's, hackt. Die denken eben, die werden reichlich beschenkt. Mit Kackklumpen. Gehen wir mal rein und machen hier ein bisschen Licht in der Hütte. Boah, hier ist ja auch noch ganz dunkel. Dann machen wir erstmal ein paar Fäcklichen. Findest du wie in Gollums Hütte? In Gollums Höhle. Höhle, ja. Ja. Die Höhle von Gollum. Aber wir können ja erstmal einfach überall Fackeln hinsetzen und wenn man dann die Innenausstattung macht, kommen die ja wieder weg, die einzelnen Fackeln. Ja. Hat das jetzt erstmal nicht hier alles voll mit Skellies und wunder mysteriösen Viechern zumüllt hier, ist ja voll, schon voll das Monsterparadies entstanden. Dank den Spinnen haue ich jetzt hier wieder alles kaputt, hey. Mach mal so weg. Wo ist denn der Zombie? Ach, die sind bestimmt ein Stockwerk weiter oben. So, jetzt sind sie schon mal kaputt hier.
Müssen wir dann nur noch eine Treppe auch nach oben machen, wie wir dann nach oben kommen? Weiß ich noch nicht. Da oben stehen der Rest. Aber so sieht das doch schon mal echt schick aus. Ja. Die Schleife von außen fehlt dann natürlich noch. Aber es hat auch schon mal einen sehr guten Grundriss. Wo wollen wir dann die Treppe hinmachen? Hier so eine Treppe, die hier die Mitte hochgeht? Ja, das kann man. Aus dunklem oder hellem Holz diesmal? Aus hellem. Dann nehmen wir diesmal das ganz helle Holz, würde ich sagen. Dieses, wo haben wir es denn? Ja, wobei... Das Birkenholz. Mach mal eine ganz dunkle und eine helle nebendran. Also das hier wird die helle Treppe. Und welche ganz dunkle meinst du? Diese da? Hm. Die ist schon fast schwarz. Boah, die dreschen wieder alles ein. Ich würde fast vom mittleren Braun. Also auch wieder das andere Braun. Ja. Ja, das ist meist das Braun, wo ich auch drauf zurückgreife. Das wirkt irgendwie am besten. Entweder man macht... Ja, da machen wir mal so eine... Wo ist denn die Mitte? Ja, da ist die Mitte. Dann machen wir so eine zweistufige, also eine aus halben Stufen. Also das ist halt besser. Entweder so eine Treppe oder wir machen eine aus richtigen die Treppen. Andere finde ich schon besser. Ja, wobei das auch ist die halt Rundung eine mir gefällt. Mir gefällt die Rundung da. Die Rundung ist hier nur entstanden, weil ich hier was versehentlich hingebaut habe. So sieht die dann aus. Das ist eine normale Treppe und ja, das ist eine weitere Treppe. Rundung haben. Ja, das kann man dann im Nachhinein noch dran machen, auch an die. Ja, dann die Zweiertreppe. Dann machen wir das erstmal die, weil die ist zum Hochrennen auch gedacht. Ja. Ich glaube, dann machen wir hier nochmal so ran. Und dann geht's hier wieder noch nach oben und auf der anderen Seite würde ich sagen noch nach oben, oder? Ja, das kann man machen. Dass man da zwei Treppen hat. So, jetzt müssen wir gleich hier die Decke einreißen, damit Durchbruch nach oben stattfindet. Hier einfach mal was reinklopfen. Boah, jetzt kommen schon die. Jetzt bin ich gerade erschrocken. Jetzt kommen schon die Skelette runtergefallen. Weil hier oben Zombie-Party ist. So, und dann das noch. Das ist Rocklied im Hintergrund. Erinnert mich gerade von Weihnachtsmann und Co.KG an diesen Rock. Ja, Weihnachts-Krantelbart, genau. Der ist cool. Krantelbart ist auch lustig. Wenn der kommt, gehen doch immer die E-Gitarren los. Ja. der Zombie regt mich auf, ne? Der Krantelbart. Also der nervt mich richtig. Ja, weil er nur im Krödeln ist hier. Ja. Jetzt leuchte ich hier auch schon mal aus. Machen wir es hier auch oben etwas heller. Es werde Licht, juhu. Und wo ist der Zombie? Ist der jetzt auch runtergegangen oder was? Hier ist gar kein Zombie, vor allem ich sehe nur ein Skelett hier. Also Leute, nehmt es mir nicht böse. Ich bin hier nur am Rumgehen. Ach, da ist also der Zombie. Denkt euch nichts dabei. Ach Mensch, ihr macht meine Hütte kaputt, ihr Troppel. Das war ich. Ich habe hier ja, auf eben, das Ding geboxt. Weil die da rumlaufen. Jetzt gibt es keinen Zombie mehr. Jetzt gibt es dann Kloppe, echt. Jetzt halten sie die Klappe hier alle. So, mache ich das mal hier noch und da noch und da noch und da noch und da noch. Dann sieht das ein bisschen stabiler aus. Dann sieht die Treppe so dünn aus, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. Und jetzt haben wir hier schon mal sozusagen diese... Du wolltest noch eine Rundung haben hier, also so oder wie? Ja, aber... Es würde dann so aussehen, es ist... Ja, nee, so sieht's doof aus. Sieht aus wie so eine Couch. Das ist dann schon wieder zu viel des Guten. Ein Big Sofa. Dann gehen wir erstmal hoch. Hier dann schon dieses Holz schon, oder? Dass man ja hier noch eine Wand hinmacht. Ja. So, oder doch, dann wann? Machst du aber da Geländer dran. Ja, würde ich sagen, machen wir hier noch einen auf, so in diesem... Ja, aber dann... Dass wir das so machen, zwei und hier ist es offen. Oder wir machen es so, so. Jetzt ist es aber nicht mittig. Sieht doof aus, weil da sind es. Wobei hier oben hast du dann kaum noch Platz zu laufen, ist auch blöd. Ja, eben. Also machen wir das wieder zu, oder wie? Ganz ja zu? So, aber sonst. Ja. Man muss halt aufpassen, so wird es halt schon knapp mit dem Kopf. Puff. Ja, dann mach doch das eine noch auf. Nur so wie du es gerade hattest, hat es mir eben gar nicht gefallen. So? Ja, so passt es. So Geländer noch drumherum. Ja, das kommt dann noch. So.
Oder so. Kannst du auch machen. Ja gut, dann machen wir es jetzt so. Machen wir es erstmal so und machen erstmal das Geländer drumherum, dass dann niemand in die Tiefe stürzt. 0 Uhr, wir haben den 24.12. Wo ist meine Geschenke? Kriege ich Geschenke? Meine Geschenke? Wann kriegen eigentlich die Zuschauer Geschenke, würde mich mal interessieren. Das ist doch in der Regel immer abends, oder? Frohe Weihnachten, Kelturi und Zuschauer. Hey, ich bin auch noch da, hallo. Dankeschön. Okay. Ach so, dir, euch auch. So. Ich wünsche niemand frohe Weihnachten. Doch. Alle wünschen dir blöder frohe Weihnachten. Schreiber, blöder bist du unbekannt, geh weg. Keine schönen Weihnachten dir. Sollen wir hier vielleicht so ein Holz machen? Weil ich weiß nicht, das Fußbodenholz passt da irgendwie nicht ganz. Ja, aber ich finde die Holzklötze immer scheiße. Ganz ehrlich, mir gefällt das überhaupt nicht. Nicht? Nee. Aber lass den normalen Boden drin. Ich finde es voll kacke so. Ja, aber es bietet halt ein bisschen ein äußerliches Aufhübschen, sag ich mal, weil hier ja, passt der Boden. Aufhübschen? Ich find, der Boden passt da irgendwie nicht hin, weil da denkt man, man kann hier lang laufen. Mhm. Ich weiß nicht. High-End Prepaid Game Server gibt es bei Nitrado.